Im Hintergrund haben wir noch ein anderes Auto. Aber ansonsten wird dieses Auto auch nie wieder auf irgendeiner Straße fahren können. Und das ist echt schockierend. Leute, die komplette Wohnung war mal richtig ordentlich eingerichtet. War das der Wind oder irgendein paranormales Phänomen? Hi Freunde, einen wunderschönen und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind heute außerhalb von Deutschland unterwegs, besser gesagt im hohen Norden. Und das hier ist eine ehemalige Autowerkstatt, wie ihr im Hintergrund vielleicht sehen könnt. Wahrscheinlich ein altes Unfallauto. Leider sieht das Ganze hier nicht mehr so aus wie auf den Bildern. Es fehlen auch schon ein paar Autos und drin wurde schon ziemlich heftig gewütet. Ich weiß nicht, ob hier eine Party veranstaltet wurde oder sonst irgendwas. Ich habe mir noch nicht viel angeguckt und deswegen würde ich aber sagen, lassen wir uns überraschen und viel Spaß bei dem Video. Wie ihr gerade im Hintergrund schon gesehen habt, haben wir hier das erste Schrottauto. Das sieht mal aus wie ein alter Unfallwagen. Die Scheiben sind nachträglich rausgeklopft worden. Ich hatte auch im Unfall die Airbags auch draußen. Aber dass das hier einfach so rumsteht und verrottet. Der hat mal auf dem Dach gelegen, so wie das aussieht. Und da gehen wir jetzt in die Halle. Ja, und auf den Bildern sah das nicht, wirklich nicht so krass randaliert aus. Also alles durch die Gegend geschmissen. Ich weiß nicht, wer die Location alles kennt, aber das sah mal hier viel, viel, viel besser und interessanter aus. Hier im Hintergrund haben wir noch ein anderes Auto. Und auch hier wurden leider alle Scheiben zerdeppert und hast du nicht gesehen. Das ist ein alter Volvo. Ich wundere, dass hier noch Motorteile drin sind. Ich schätze mal, das wurde ja auch alles eingeschlagen und kaputt gemacht. Schauen wir mal kurz weiter in der Werkstatt. Sehr, sehr viel Müll. Sehr viel alte Dosen. Ja, alte Möbelstücke. Hier sieht aus wie so ein alter Ofen. Ja. Ob da irgendwie irgendwelche Autoteile oder so drin gebacken wurden oder sowas. GFK-mäßig. Kann man jetzt natürlich nicht mehr sagen. Unfassbar. Wenn man Locations so krass verschandeln kann. Ich habe jetzt gerade den Begriff dafür nicht da, aber das ist zum Wäsche trocknen oder bügeln, irgendwie sowas. Dann gehen wir mal in den nächsten Raum hier rein. Ja, hier alles zugemüllt. Eine alte Kasse auf dem Boden. Und alles verpackte leere Bierdosen. Ich weiß nicht, was das soll, ob die noch verpackt werden sollen oder ob das dann Müll war und recycelt werden sollte. Kann ich leider nie sagen. Ja, und hier im Hintergrund haben wir noch einen alten Fiat. Auch der hier wurde arg demoliert. Mich wundert, dass die Rückscheibe hier noch drin ist. Aber ansonsten wird dieses Auto auch nie wieder auf irgendeiner Straße fahren können. Oh, hier ist ein weiterer Raum. Ja, hier stehen überall diese Dosen rum. Man könnte meinen, dass sie voll sind, aber das sind alles leere Dosen, wie man hier sehen kann. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das soll. Und
Ansonsten steht in dem Raum nur Schrott. Bevor wir die Treppe hochgehen, geht es auch noch kurz hier durch. Da sieht das schon übelst weggerannt aus hier, das Ganze. Hier wurden Pötter aufgestellt, um das Wasser aufzufangen, aber ich glaube, die reichen nicht mehr. Denn das Dach ist schon ziemlich undicht. Ich schätze mal, diese Räumlichkeiten wurden hier benutzt, um Klamotten zu lagern. Aber hier erinnert nichts mehr großartig an Autoteile-Lager. Hier sind zwar noch ein paar alte Reifen, aber sonst nichts mehr. Gucken wir kurz hier nochmal rein. Und hier steht alles voller Möbel. Mehr ist aber auch nicht zu sehen hier. Die Autoreifen gelagert. Gehe ich mal stark von aus. Auch hier aber Lager von innen Ersatzteilen. Da hinten noch eine Autoscheibe, eine alte. Ein paar alte Riemen. Und so ein paar alte Schwimmreifen, würde ich fast behaupten. Ja, aber wahrscheinlich sind das Schläuche für Indie-Reifen. Ihr kennt das wahrscheinlich von den Fahrrädern. Das war damals auch in den Autos so. Ne? Da waren auch noch Schläuche drin. Ne? Es gibt schon auch noch Reifen, wo Schläuche drin sind. Aber ich wüsste jetzt nicht, welche ich nennen könnte. Die heutigen Autoreifen haben aber keine Schläuche mehr drin. Hier ist die Aussicht in die Prairie. Ja, da hinten am Auto. Ganz klein, da, ne? Immer am Finger. Das sind der Heiko, der Ben und der Chris. Alle Kanäle sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Gern vorbeischauen, es lohnt sich. Dann können wir wieder rausgehen nach unten. Wir haben hier noch ein Wohnhaus nebenan. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal schnell an. Eingang fürs Haus gefunden, gehen wir mal rein. Was ist hier passiert? Also das war vorher nicht so. Krass. Alles wurde hier durch die Gegend geschmissen. Heftig. Heftig. Das ist hier alles einfach nur noch hingeschmissen. Das war auf jeden Fall nicht so. Schade. Das ist echt schade. Dann gehen wir mal in den Raum rechts rein, da war mal die Küche. Hier haben die Vandalen echt alles, fast alles kaputt gemacht, was man kaputt machen kann. Hier der Schrank liegt auf dem Boden, der war auf den Bildern noch eingeräumt und stand noch hier. Und jetzt liegt das alles auf dem Boden kaputt gemacht. Die kompletten Schränke wurden hier leer geräumt und alles auf dem Boden verteilt. Hier weiß man gar nicht, wo man hergehen soll. Hier ist alles voller Wolle. Was hat Wolle in diesem Loch zu suchen? Und das ist echt schockierend. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Guckt es an. Guckt es euch an. Das war mal so eine schöne Location. Und in diesem Raum, wo das Safe steht, der ist aber zu, ist auch alles zerdeppert und hingeschmissen worden. Das wundert mich, dass der Schrank da noch steht. Ja. Und hier der Füllschrank, der zum Glück leer ist. Alle Fensterscheiben sind hier kaputt gemacht worden, leck mich ja irgendwo.
dass sich hier großartig viel ändern wird. Leute, die komplette Wohnung war mal richtig ordentlich eingerichtet. Auch hier liegt alles auf dem Boden verteilt. Tür hier eingetreten. Nur noch Schränke drinnen. Und hier haben wir... Die Tür ist zugegangen. War das der Wind oder irgendein paranormales Phänomen? Natürlich war es der Wind. Ja, das ist der Dachboden. Dann gibt es aber auch nicht so viel zu sehen. Und dann gehen wir wieder durch die Tür zurück. In den nächsten Raum steht sogar noch eine Couch, die nicht aus dem Fenster geschmissen wurde. Wir gehen durch den Flur mal in den nächsten Raum. Das ehemalige Schlafzimmer. War da auch nicht mehr so viel, was man sich hier angucken könnte. Zurück durch den Flur ins alte Badezimmer. Hier stehen sogar noch die alte Zahnpasta und Zahnbürsten von denen, die wir hier gewohnt oder gehaust haben. Und auch diese Scheibe, ob ihr es glaubt oder nicht, aber die ist noch da. Das war's hier mit dem Gebäude. Es war mal ein sehr, sehr, sehr schönes Lost Place, könnt ihr mir glauben. Also ich habe Bilder gesehen, da war das Ding hier der Wahnsinn, absolut der Hammer. Mittlerweile ist aber echt viel, viel, viel vandalisiert worden, wenn es das Wort überhaupt gibt. Fast alle Fenster sind hier eingeschlagen, die ganzen Möbel sind durch die Wege geschmissen worden. Die ganzen Sachen, die mal in Kartons waren oder sowas, sind alle einfach durch die Gegend geballert worden. Ich verstehe das nicht. Alles in allem fand ich es trotzdem ein schönes, also in Anführungsstrichen schönes Lost Place. Es gab noch einiges zu sehen. Dann sind wir hier fertig mit dem Gebäude, mit der alten Autowerkstatt mit angrenzender Wohnung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, ein Abo da und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bleibt stabil und negativ.